Excelsior, herzlich willkommen hier zu einem neuen Truhenöffnungsvideo. Und wir machen heute, wie immer, weil wir eine neue schwarze Truhe haben, 25 Truhen auf. Das ist zumindest der Plan soweit. Und zwar haben wir jetzt die Jade-Flugtruhe. Da kriegen wir jetzt als garantierten Drop die schwarze Materialtasche End of Dragons. Das sind so Sachen drin wie Fisch, Jade, Echo-Waldharz. Cool werden halt hier sozusagen so Sachen wie mystische Münzen oder Gletscher-Magnetsteine, allgemein Magnetsteine hier rausbekommen. Da werden wir dann gleich noch sehen, was wir da so rausbekommen. Ansonsten sind hier auch ein paar neue Farben reingekommen. Also hier so diese Winterfarben, Winterglocken-Farbkit und Glints-Winter-Farbkit. Dann neu reingekommen sind die Eisspalterwaffen und der Jade-Tech-Flügel-Rucksack- und Gleitschirm-Kombo. Was weiterhin drin ist, ist der geflügelte Tagtraumskiff. Das geflügelte Tagtraumskiff. Das habe ich ja letztes Mal rausgezogen. Und haben uns auch letztes Mal genauer angeschaut. Hoffen wir, dass man vielleicht hier noch das Ding hier rausbekommt. Dann können wir uns das nämlich noch angucken. Dann eine Skin-Reihe, die ich absolut liebe und mich ärgere, dass ich die nie freigeschalten habe komplett, obwohl ich alle Tickets dafür hatte. Die Wissenshüterwaffen. Die sehen ziemlich cool aus. Ich habe, glaube ich, irgendwo noch eine Pistole rumliegen, dann können wir uns mal angucken, wie sowas beispielhaft aussieht. Wir haben nämlich im Grunde immer so hier so Scherben und ich weiß nicht, wie man das alles beschreiben. Mir gefallen die persönlich sehr gut. Dann auch Glyphen sind neu reingekommen. Wir hatten letztes Mal eine Glyphe rausgezogen, deswegen habe ich es direkt wiedererkannt, dass hier neue sind. Einmal Glyphe des Schneiders, womit man dann eine Chance hat, ein bisschen Stoff rauszubekommen. Und einmal Glyphe des Lederers, analog dazu, dann halt einfach ein bisschen Leder rauszubekommen. Und was wir mit den schwarzen Figürchen machen können, gucken wir uns zum Schluss an, weil da kriegen wir auch immer mindestens eins. So, dann schauen wir mal, was... ich habe auch schon gehört, die Wahrscheinlichkeiten sollen nicht so geil wieder sein. Aber ich hatte letztes Mal auch relativ viel Glück. Und da haben wir auch schon unseren ersten Drop. Was haben wir denn rausbekommen? Das Eisspalter-Schild. Ha, witzig. So, dann nochmal eine Waffe. Gut, eine Eisspalter-Fackel. Okay, schauen wir uns alles gleich genauer an. Dann, nein. Das ist sehr gut. Eine Waffenfreischaltung, da freue ich mich tatsächlich drüber. Weil da kann man halt auch die ganzen Skins, auch theoretisch eine Eisspalterwaffe dann wieder rausziehen. Noch eine Eisspalterwaffe, was ist denn heute los, ey? Der Eisspalterhammer sieht doch nicht noch zusammen hier. Das ist schon wieder komplett weg, dir. Eine Garderobenfreischaltung. Jetzt wäre einfach noch nicht schlecht, einfach wirklich noch exklusiven Inhalt zu bekommen, diesen Jade-Flügel-Geschichte. So, jetzt können es aber gerade nicht mehr. Also ich habe von Leuten gehört, die haben einige Truhen aufgemacht und gerade mal die Flügel rausbekommen, wieder eine Waffenfreischaltung. Das sind tatsächlich, also das würde ich nicht mal als Niete bezeichnen. Noch eine Garderobenfreischaltung, das würde ich auch nicht als Niete bezeichnen. Dann zumindest mal ein Fetzen für ein Ticket. Tickets haben übrigens auch neue Waffen. Nee, das war absoluter Zonk. Das geht noch, weil Schlossknacker-Kit kann man immer wieder mal benutzen, so ist nicht. Oh, jetzt haben wir noch was rausbekommen. Was haben wir noch rausbekommen? Das Wissenshütergewehr. Oh, ist das... Das ist tatsächlich... den habe ich schon freigeschalten. Wollte gerade sagen, das ist ein Skin, den würde ich gerne freischalten dann. Aber den habe ich tatsächlich auch schon freigeschalten. Witzig. So, was kriegen wir noch raus? Also es läuft viel zu gut. Viel zu gut. So. Letzten vier Schlüsselchen noch. Haben wir nochmal eine. Was ist das? Garantierte Rüstungsfreischaltung. Auch nicht schlecht. Nochmal. Wissenshüter Zepter. Das ist echt wild. Wenn es jetzt noch den Flügel am Ende jetzt noch rausdroppt, wir streichen dafür auch extra nochmal den Schlüssel, den Button. Nee. Uff, das war jetzt schon besser, als ich vermutet hatte, dass es heute wird. Das war echt krass. So, jetzt müssen wir mal kurz sortieren. Packen wir mal die Garderobenfreischaltung mal hier unten hin. Die Skins packen wir mal dahin. Ein bisschen geordnet zwischen Gletscher- und Wissenshüterwaffen. Zack, zack. Dann da können wir mal den ganzen Müll da hochpacken. Und die Tickets können wir auch gleich nochmal kurz reingucken.
So, dann machen wir das vielleicht mal dahin, das dahin. Farbkits packen wir mal darunter. Das Kacker-Kit. Achso, Gott, nur. Oh mein Gott, ich habe ja noch jede Menge Zeugs da oben. Das mal dahin, dann nochmal das da, dann das mal wegen hier hin. Das irgendwie dahin, da schauen wir gleich noch mit rein. Und da haben wir noch ein Farbkit. So, das ist das Endergebnis. Eigentlich ziemlich solide. Also, wir haben 25 Truhen aufgemacht und haben am Ende 5 Waffen-Skins rausbekommen. Plus halt nochmal 5 von den Freischaltungen. Das ist eigentlich wirklich eine mega gute Quote. Ungewöhnlich. Wie gesagt, andere Leute hatten da nicht so viel Glück gehabt wie ich. Okay, dann brauchen wir mal hier das Zeugs auf. Zack. Das hier kann ich jetzt auch ein bisschen gediegener hier direkt verbrauchen. Ich habe nämlich jetzt inzwischen dieses Sandsturm-Ding. Kann man euch direkt benutzen, um Sachen zu verkaufen. So, dann werden wir diese Münze, diese Charme von Münze einfach los. Dann gucken wir mal, was wir hier rausbekommen. Oh, what the hell? Also, eine mystische Münze haben wir rausbekommen. Abenteuergeschichten für das Handwerk zum Kauf. Was? Von Gegenständen geeignet, täglichen. Ah, das sind die Dinger. Ja, sehr cool. Dann haben wir hier Magnetstein. Das ist ein immergrün Magnetstein. Die sind nicht so viel wert. Wir haben eine T6 Mats rausbekommen. Ich würde sagen, das ist ziemlich solide, was ich hier rausbekommen habe. Kann man sich nicht beschweren. Zumindest mal eine mystische Münze auch. Bisschen T6 Mats, ein bisschen Angelzeugs. Ist okay. Kann man mitnehmen. So, dann gucken wir noch, was in den großen Handwerkstaschen drin ist. Ah, sind halt hier 5 Materialien, die sind jetzt auch nicht die Welt wert, aber kann man alles mitnehmen. Dann kommen wir jetzt zum interessanteren Part mal. Und zwar zu dem zu den Farbkits allgemein. Und fangen an mit dem Blutstein-Farbkit. Da habe ich anscheinend alles freigeschalten. Das scheint so, als hätte ich hier alles freigeschalten. Ja, ich habe hier alles freigeschalten. Gut, dann kommen die Waffen so wie immer alle in die Gildenbank. Ah, ne, da haben wir jetzt nichts. Dann erweckten Farbkits. Ich glaube, da habe ich. Oh, da habe ich noch die Uhrenfarbe. Da habe ich 2 Farben, 3 Farben. Oh, da habe ich tatsächlich einige Farben noch. 3 Farben frei. Ich habe vielleicht. Nee, das ist nicht. Das ist auch nicht. Schade. So, Winterglockenfarbkit. Was haben wir da? Da haben wir 1, 2, 3 Farben, die mir noch fehlen. Hier unten habe ich dann anscheinend alles. Ja. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier rausbekommen. Nope. Nee, das war ja auch nicht. Das war ja auch nicht. Das brauche ich tatsächlich auch nicht. Und nochmal das. Nee, warte mal, wo ist denn die jetzt hingekommen? So. Übes Grau. Achso, habe ich schon alle. Hä? Ach nee, da, guck mal. War ein bisschen blöd. Hier, Lichtoliv haben wir zuletzt noch bekommen. Cool. Kommt aber, wie gesagt, alles in die Gildenbank. Also. Gut. So, was haben wir eben? Was ist das jetzt? Glints Winter Farbkit. Fehlt mir noch 1, 2, 3, 4, 5. Cool, ich habe alle bis auf eine hier. Und da unten fehlt mir dann gar nichts mehr. Okay. Da könnte doch jetzt nochmal ein Banger für mich kommen. Nee, da haben wir nichts. Da haben wir eine Farbe. Schauen wir auch gleich noch nach, was die Farben auch kosten. Das wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. Gerade die wertvollen. Da haben wir nochmal Pastell-Winterfarbe und nochmal die Farbe rausbekommen. Okay, wir haben die jetzt rausbekommen. Was ist die denn wert? 3 Gold 48, eine verbrauche ich. Den Rest kommt hier in die Gildenbank gleich. Dann haben wir hier die Matt-Silberfarbe. Die ist gerade mal bei 5. Silber 20 und dann haben wir hier noch das trübe Grau, das ist noch interessant reinzugucken. Sind auch nochmal 2 Gold und 70 Silber. Kann man mitnehmen. Wie gesagt, kommt alles in die Gildenbank. So. Ups, das war jetzt nicht ganz so schlau von mir tatsächlich. Dann haben wir. Gucken wir als nächstes uns mal die Skins hier noch an. Und zwar haben wir einmal hier die Eisspalterwaffen. Und zwar einmal ein Eisspalterhammer. Das Ding aus. Eigentlich ziemlich brachial. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ist aktuell wahrscheinlich so 18 Gold. Ne, ist ein 17 Gold 40 ungefähr. Was ja gerade wert ist. Eigentlich ein ziemlich schöner Skin. Muss sagen, allgemein die Skin-Reihe gefällt mir ganz gut. Genauso wie hier der Schild.
Immer ja auch ganz gut. Ich habe leider keine Charaktere, wo das alles ganz aufpasst. Das Eisschild soll aktuell 18 Gold wert sein. Das war tatsächlich auch so ein bisschen der Richtwert, den ich im Kopf hatte. Und die Fackel, boah, schätze ich mal auf 15 Gold. Schauen wir uns das nochmal an. Aber die ist jetzt nicht besonders umwerfen, finde ich. Die ist jetzt nicht besonders umwerfen. Ich schätze mal 15 Gold. Oh, sogar fast 21 Gold. Okay, so komplett in die andere Richtung. Okay, das ist komplett random, die ganze Geschichte. Dann das Wissenshütergewehr, was ich tatsächlich schon freigeschalten habe, aber komplett vergessen habe, dass ich das mal freigeschalten habe. Dann halt eben hier diese Runeneffekte, wie ihr hier seht, wenn ich hier die Waffe ein bisschen hin und her bewege. Halt immer diese Applikationen hier, diese, boah, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Das hier ist das Gewehr, das soll, was soll das denn kosten? 22 bis 23 Gold. Also nicht schlecht. Dann haben wir das Zepter hier. Das sieht eigentlich auch ziemlich einfach aus. Okay, das wäre ein bisschen brachialer, dachte ich. Der Streitkolben gefällt mir aus der Skin-Reihe besonders gut. Oh, warte mal. Ich sehe gerade. Guck mal. Hier ist da unten. Das ist da unten. Ist es ein Federkiel. Wie bei einem Füller. Das ist mir noch nie aufgefallen. Cooles Detail. Das fällt halt einem auch nicht so auf, ne? Naja, gut. Was soll das denn hier kosten? 30 Gold. Wow. 30 Gold. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, und jetzt haben wir noch die Freischaltungen. So, und ich glaube, wir fangen an mit... Machen wir so an. Fangen wir mit den Garderoben-Freischaltungen an. Da kann nämlich wirklich alles drin sein. Ne? Dann können Kleidungssets drin sein, dann können Gleitschirme drin sein, Rüstungs... Zeugs, wo ich wirklich noch viel frei habe. Vor allem Waffen habe ich noch extrem viel noch frei hier freizuschalten. Ich bin immer noch am Scoren. Hier unten kommen noch andere Dinge, wie zum Beispiel noch Rucksacksfreischaltungen und Farben kann man auch noch freischalten. Und Minis gibt es auch noch. Und Briefboten und Finisher. Finisher wäre eigentlich ganz cool. Sowas wie... Hier ist ein europäischen internationaler Turniersieg-Ding. Das würde mir tatsächlich gefallen. Schauen wir mal. Also, Nummer Uno. Ich mache schon mal hier einen Handelsposten auf, falls wir den gleich brauchen. Nummer Uno ist... Svanir Stulpenhandschuh. Uff, das klingt danach... Klingt nach einem Skin. Svanir... GW2... Hier Stulpenhandschuh. Das klingt für mich nach einem Skin, der aus dem Edelsteinshop kommt. Nee, tatsächlich nicht. Das war mal ein Gegenstand, den wir in der Schwarzlöwentruhe hatten. Warte mal. Wenn wir uns auch hier mal kurz angucken. In der Garderobe am besten. Das waren hier damals, ne? So sieht das Ding aus. Das ist nicht schlecht. Ganz solide. Mir gefällt das, dass es nicht so symmetrisch aufgebaut ist. Hier haben wir so ein bisschen Eis oder Metall hier. Und dann haben wir hier so ein Bandagen. Das gefällt mir ganz gut. Solche asymmetrischen Geschichten gefallen mir immer sehr, sehr gut. Das ist Skin Nummer 1. Dann schauen wir mal Skin Nummer 2 an. Beschützerschulterplatten. Ist das... Ich befürchte fast, das ist Menschen oder sowas. Beschützer. Ja, ich glaube, das ist ein Menschen, Schützer, Ultra, keine Ahnung, vielleicht finde ich es gleich. Ich glaube, das müssten bestimmt Menschen, ja, genau, es ist Kulturmenschen. Wow, damit habe ich mir aber 20 Gold tatsächlich gespart. Also, das Ding hätte normalerweise 20 Gold gekostet. Ist in Ordnung, kann man mitnehmen. Genau, das ist jetzt wirklich kein schlechter... Song an der Stelle. So, dann Waffenfreischaltungen. Wie der Name schon vermuten lässt, hier können wir alles an Waffen freischalten. Sonst gibt es hier gar nichts. Aber ja, wir wissen, es gibt ja draußen ja auch Skins, die extrem teuer sind. Waffenskins. So, was haben wir denn hier? Andenkendolch bekommen. Andenkendolch. Andenkendolch ist aktuell bei 20 Silber, 20 Gold. 20 Silber, ein bisschen extrem wenig. So sieht das Ding aus. Ist halt ein Schlüssel, ne? Also Schlüssel-Schloss-Prinzip im Grunde mehr oder weniger. Das ist so die Idee bei dieser Skin-Reihe. Ist ganz solide. Sieht in der Hand eigentlich auch ganz gut aus. Die grüne Farbe riecht mich ziemlich gut an.
Jetzt habe ich schon wieder den Handelsposten zugemacht. Dann haben wir noch eine Waffenfreischalt. Und zwar eine Mordrim-Fackel. Eine Mordrim-Fackel. Damals. Fackel. So sieht die aus. Ich mag die Mordrim-Waffen überhaupt nicht. Die fallen mir persönlich überhaupt nicht. Aber dieser Skin ist einfach mal 28 Gold wert. Von daher beschwere ich mich an der Stelle auch nicht. Ist auch ein guter Drop. Ich habe einfach zu viel Glück. So, zum Schluss noch die Rüstungsfreischaltung. Ich glaube, gibt es da irgendwas, was ich... Was gibt es da noch? So ein bisschen... Ach, die Rucksäcke gehören auch dazu. Okay, das war nämlich die Frage, die ich mir gestellt habe. Also, alles Rüstungs- und Rückenmäßig. Vielleicht gehen wir mal ein paar... Also Edelstein-Shop-Items, da würde ich mich tatsächlich freuen. Schauen wir mal. Aber bei meinem Glück wird es bestimmt Kulturrüstung oder sowas. Goldjagdpanzer, das klingt ziemlich nach Norn. Ich glaube schon. Dann lass mich kurz nachschauen. Goldjagdpanzer. Goldjagdpanzer. Ja, ist ein Norn. Bin. Und das Ding ist 80 Silber wert. Okay, das ist ärgerlich. Dann ansonsten müssen wir noch gucken, was gibt es denn eigentlich für schwarze Figürchen aktuell. Da haben wir neu... Ah, ich sehe gerade, ich habe auch wieder 50 Finger zusammen, sodass wir vielleicht nächstes Mal einen goldenen Schwarzwürmschlüssel benutzen. Genau, da sind ja ich mit dem letzten Patch eben auch diese Geschichte reingekommen, dass wir jetzt für jeden Pass, den so mehr und mehr gibt, auch so 2-Wochen-Pass haben. Also wenn ihr euch mal die Bastion des Waffenstillstands angucken könnt, wollt oder sowas, wenn ihr euch hier einfach mal das Ding kaufen oder den ganz neuen Passierschein, hier den Pavillon der 1000 Meere, könnt ihr euch hier antesten, bevor ihr euch da ja, in Unsummen reinwerft, obwohl so ein Pass kostet, glaube ich, in der Regel regulär 1000 Edelsteine. So, was haben wir noch? Unvergängliche Waffenauswahl. Was? Aber man braucht halt hier auch 150 Schwarzlumpfigürchen. Die Auswahlkiste der Onyx- und Goldlumpenwaffen gab es, glaube ich, letztes Mal auch schon. Aber auch hier wieder 150 Schwarzlumpfigürchen für einen Skin. Also die sind halt wirklich unglaublich teuer. Dann haben wir 7 Schnitterhelm jetzt im Angebot. Den gab es ja mal im Warzlöwen, eine schwarze Truhe, habe ich selbst mal rausgezogen. Ein Wahlgeist-Gleitschirm, ein brüllender Drachen-Gleitschirm, das klingt interessant. Ja, das hat was. Sieht ein bisschen aus wie Flast aus Path of Fire für die Leute, die Story noch gespielt haben. Tut mir leid. Dann ein mini-gebrandmarkten Reittierpaket. Okay, also Miniatur halt. Ist okay. Dann waren die Stulpenhandschuhe, tatsächlich die ich rausgezogen habe. Hier haben wir sie jetzt nochmal. Würden jetzt aktuell 60 Schwarzwürmerfigürchen kosten. Dann ein Skin, den viele Leute gejagt haben und jetzt verfügbar ist. Die Vermilienbrand, das Vermilienbrand Großschwert. So, dieses große Brandding. Das haben extrem viele Leute versucht zu bekommen. Es sieht halt auch wirklich krass aus. Es ist halt mega riesig. Und vor allem breit und brennt und ja, ist jetzt auf jeden Fall für 60 schwarze Figürchen verfügbar. Und was haben wir hier noch? Den gefallenen Balthasar Paket. Mal, ist das mit Helm? Nee, warte. Mit Helm. Über, zack. Nochmal das Ganze aufmachen. Ah ja, das ist dann im Grunde Also im Grunde läuft man als Balthasar herum. Ganz nett, wenn das Leute sind. Wenn es euch das gefällt, dieses Kleidungsset, dann holt euch das. Aber auf jeden Fall würde sagen, der Burner hier, auf jeden Fall das Großschwert, den Gleitschirm persönlich. Und einfach, weil ich es gerade rausgezogen habe, auch noch die Spanien-Stuhlmannschuhe. So, was haben wir hier sonst noch? Das ist alles normal. Da sehe ich auf den ersten Blick auch nichts Neues. Auch nichts Neues. Vielleicht doch. Warte mal. Ich habe die Miniaturen hier unten rotiert öfters mal durch. Gleitschirm haben wir auch einige neue drin. Was ist da besonders hervorzuheben? Ich glaube das hier.
Nee, das ist nicht gerade einer der schönsten. Aber der, oh ja doch, der Teppich hier ist halt mega cool. Ich meine, hier kann man dann einfach, wird auch Skill-Logo dann angezeigt, wenn man hier ein bisschen, bisschen sieht. Also ein ziemlich cooler Skin. Dann, ich glaube, der hier war das, der? Oh ja, der ist auch wild. Das sieht man jetzt nicht so gut, aber im Grunde reitet man hier auf einem Meteoriten oder Kometen. Ich kenne den Unterschied leider nicht. Das ist auch ein ziemlich krasser Gleitschirm-Skin. Und was haben wir noch? Ja, doch, das hier ist auch ziemlich cool. Das hier ist nämlich ein Skin, wo man dann so eine Harfe spielt. Und man hört tatsächlich Musik, wenn man dann runter leitet. Und hinterlässt eben diese Notenblätter. Und unten drunter, man sieht es vielleicht ein bisschen, ist gerade so ein Notenschlüssel hier auch angedeutet. Jo, haben wir hier noch irgendwas? Jetzt nichts Besonderes. So, das war's dann eigentlich soweit. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert. Vielleicht erzählt ihr mal, was ihr rausgezogen habt. Ich muss sagen, ich habe für meine Verhältnisse wieder extrem viel Glück gehabt. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Glück, wenn ihr es versucht habt. Vielleicht habt ihr ja sogar den neuen Gleitschirm rausgezogen aus der schwarzen Truhe. Lasst mich ruhig wissen und dann bis zum nächsten Mal.